So, mal auch auf YouTube mal ganz kurz als Erklärung, was wir hier gerade machen. Ich baue mir gerade so eine kleine, ja, Mini-Horden-Base, würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber einfach mal um zu gucken, wie man vielleicht eine neue Horden-Base bauen kann, weil die Horden-Base dann fruchtet ja noch nicht so ganz. Und bevor ich die jetzt komplett umbaue, bin ich fast am Überlegen, mir eine neue Horden-Base zu bauen. Da bin ich mich gerade am Überlegen, vielleicht eine aus dem Stream, die ich mal irgendwo gesehen habe, mal nachzubauen. Aber nachbauen ist immer nicht so mein Ding. Ich versuche mir dann immer schon selber was auszudenken. Und naja, dann hatten sie das so eine Art gebaut. So. Und da noch einen rauf. So eine Art. Ich fand die Idee dahinter eigentlich gar nicht so verkehrt. Habe ich doch den Sprung geschafft. So, da haben sie es so gebaut. Und dann haben sie, dann natürlich noch ein bisschen höher, das ist schon ein bisschen sehr niedrig, haben sie so weiter gebaut. Also so ein kleines Dach drauf. Da muss hier auch noch eine Schicht ran. Schon zu viel. So eine Art. So, und dann hatten sie hier diese Rotating Blades drauf. Da müsste hier eigentlich auch noch einer ran. Ich glaube, das könnte man eigentlich auch noch mal so umsetzen. So eine Art. So haben sie es gemacht. Na, also so haben sie gebaut. Und hier war natürlich, muss man sich nur denken, dass er eben mal links und rechts, natürlich da, wo die Zombies wieder runterfallen können. Ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Ich glaube, ich werde das auch so bauen. Und dann hatten sie eben, was weiß ich, hier einen Abstand dazwischen. Ich glaube, die Rotating Blades haben ja, glaube ich, 3x3. Das heißt, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Das würde sogar genau passen. Dann hatten sie da, keine Ahnung, 3, 4 Stück hintereinander oder so. Das ging dann auch so einmal lang. Und dann war dann hier irgendwo, hier hatten sie dann halt ihre Plattform, ne? Hier haben sie dann halt so gestanden und haben dann so rüber geguckt und dann hatten sie, glaube ich, auch noch Strom irgendwie. Eigentlich gar nicht. Könnte man eigentlich schon fast so umsetzen, vielleicht in der Richtung. Und zur Not nämlich sonst einmal noch rüberlaufen kann. Also wie gesagt, wir haben hier diese Rotating Blades. Nur ich weiß jetzt nicht, die sind ja auch mal, wie gesagt, ein hoch. Ne? Das heißt, die werden nur bis hier schnetzeln. Aber tiefer kann ich die auch nicht machen, wenn du nämlich hier Zombies hast. Die müssen dann ja auch einmal durchkommen. Also das ist schon die minimale und maximale Höhe, damit die Zombies getroffen werden. Also müsste man im Prinzip hier auch noch mal diese Stromzäune machen. Diese Stromzäune. Die Stromzäune sind, glaube ich, 2 hoch, ne? Beziehungsweise 1,5 hoch. Das heißt, die werden auf dieser Ebene. Das heißt, da würden die, müssen wir auf jeden Fall auf dieser Ebene haben, damit auch sonst die kleinen Viecher, also was ich zum Beispiel Hunde, elektrifiziert werden. Und dann müsste man die hier auf dieser Ebene bauen, auf dieser Ebene. Also hier. Oh. Das wäre dann quasi das Seitenteil. Vorne müsste man dann komplett zumachen. Und es sieht so ein bisschen aus wie das, was ich ja schon mal vor einer Weile im Let's Play auf YouTube mal gebaut hatte. Ja, was mache ich denn hier? So eine Art sei ja auch meine, ich will nicht sagen Pyramide aus, aber diese Basis, die ich dann auch schon mal gebaut hatte, die hatte ich ja schon so ähnlich hingesetzt. Das war ja schon so ähnlich. So eine Art. Na, man würde dann hier stehen, da kommen die ganzen Zombies durch.
Lass es 2 hoch. Wie gesagt, niedriger darf das nicht sein wegen der, Blades und höher darf es auch nicht sein wegen der Blades. Das ist also schon richtig so. Ist nur die Frage, das müssten wir natürlich dann wieder erhöht bauen. Das erhöht bauen. Und stabil gebunden genug natürlich. Das ist auch noch so das nächste Ding. Also wenn man sich das so vorstellen kann. Ne? Wie gesagt, hier ist der Laufsteg. Hier ist der Laufsteg. Hier sind die... Ja, die äußere Fassade, sage ich jetzt mal. Frage ist eben halt jetzt nur, wie lang macht man das? Und wie hoch baut man das? Weil eigentlich muss man eigentlich schon wieder so eine kleine Rampe hochbauen. So nutzt das ja alles nichts. Achso, ich gehe mal wieder rein, würde ich sagen. Ich kann ja gar nicht. Irgendwie so eine Art. Obwohl ich da schon wieder Angst hätte, dass da vielleicht irgendwie so bei einer Wand, dass da die Zombies schon wieder einfach so durchkommen. Na. Ja, ist so, Muffy. Herzlich willkommen übrigens. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin so ein Fan von solchen Zombie-Rampen. Das ist schon, finde ich schon sehr, sehr praktisch. Wir gleich mal gucken, ob wir genug Material haben. Also für die Rotating Blades. Wir müssen sie insgesamt sowieso ein bisschen breiter bauen. Ich würde auf jeden Fall auf beiden Seiten, ja, 2 breit müssen wir auf jeden Fall Minimum machen. Damit wir das Spike setzen können. Was hat es mit dem Titel auf sich? Du, dann musst du Rinsa fragen. Das war Rinsas Frage und ich dachte mir, das könnte man als prima Titel nehmen für den Streamtitel. An dieser Stelle auch nochmal auf YouTube. Die Frage des Abends ist, ob man durch zu viel Snoo-Snoo sterben kann. Durch zu viel Snoo-Snoo sterben kann. Das wäre die Frage des heutigen. Das wäre die Frage. So. Noch ein bisschen. Das. 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 Kann man das auch verbrennen? Nee, genau. So. Schon 5 Minuten, das muss eigentlich reichen, um das bisschen hier einzubröseln. Mrs. Darling, schönen guten Abend. So. Machen wir das rein. Ob es hier Tod durch Snooze nun gibt. Du machst es auch wieder zu genau, Rinsa, sag ich. Einfach zu genau. So, das heißt, wir brauchen einmal Spikes. Was brauchen wir denn für Spikes? Für Spikes, für Eisenstacheln brauchen wir die normalen Eisendinger. Da könnte man ja schon mal so ein bisschen was tun. Lehm brauchen wir auf jeden Fall. Da müssen wir noch ein bisschen Lehm einschmelzen. Von dem gleichen 6000er Stack. Egal, wir haben es ja. Zack. Wir brauchen 4. Das ist 100 Stück 400. Warum kann ich jetzt gerade keine... Ach so, alles klar. 400. Hier geht auch nicht. Ja, muss ich
4800, nur das geht ja noch. 400 Eisen. Wäre ein angenehmer Tod, ne? Das kommt, glaube ich, auf die Umstände drauf an. Also um die genauen Umstände. Ich glaube, es gibt sicherlich auch Situationen, wo es vielleicht nicht unbedingt so positiv wäre. Und ob du es aktiv spürst, sagen wir es mal so. Gut. Ja gut, im Prinzip müssten wir buddeln, aber die Frage ist, wie tief? Wie tief wir das Ganze machen, beziehungsweise wie hoch wir das Ganze machen? Eigentlich muss es ja gar nicht so hoch. Ich sag mal so, wenn du jetzt es gerade mal so hoch baust, dass die Zombies halt runterfallen können. Aber nicht, dass sie um ihr Unterlass kaputt haben. Brauche ich auf jeden Fall. Brauche ich auf jeden Fall eigentlich für die eigene Plattform. Aus hier eine Höhe, wo die Zombies. Nicht rankommen können. Sonst würden die Zombies ja gar nicht erst versuchen, die anzugreifen. Aber ich will dann doch nicht wieder so einen riesen Graben ziehen. Das ist nämlich auch das nächste. So, ein bisschen Material trinke. Ja. Bestimmt. Ach, jetzt habe ich noch Aloe Vera Saaten. Habe ich auch noch dabei. So, so, so. So, so. 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 Aber was machst du halt, wenn nachher diese großen, fetten Zombies kommen? Also wirklich die richtig fiesen Zombies. Das ist ja auch so das Thema. Ob da die Basis das immer aushalten kann, ne? Aber ich denke mal schon, wenn wir so ein bisschen mit Strom arbeiten, kann ich mir schon vorstellen, dass wir da schon ein bisschen was machen können. Was ist nachher auch wirklich die Menge? Die Menge an kotzenden Zombies, überhaupt die Zombies, die ein bisschen mehr Wumms haben? Das ist schon krass. Die Frage ist ja auch, wie komme ich nachher selbst in die Basis rein? Und wie baut man das so, dass man selber in die Basis reinkommt? Oder man baut da auch wieder eine Brücke hin oder sowas? Ja, es ist mir noch nicht so ganz, geheuer, wie ich das machen soll. Aber ich glaube, ich werde erstmal kurz über die Nacht pausieren und dann können wir nächsten Tag dann gleich mal weiterbauen. Aber wir können das eben halt probieren. Ne? Wie ich schon sagte, der Vorteil ist natürlich hier, dass wir eben hier schon die Base jederzeit nutzen können. So. Zack. Der Nachteil von diesen Schwebenden ist natürlich, von diesen schwebenden Blöcken. Ich habe auch immer so das Gefühl, dass immer alles so instabil ist. Na, ist es aber eigentlich gar nicht. Hoffe ich zumindest nicht. Blöcke. So.
Im Rotzwetter gehen auch die Zombies garantiert auch nicht raus, oder? Schön Wetterzombies alles hier. Müssen wir noch ein ganzes Stück hoch, du meine Fresse. Das wird wieder Material verbrennen hier. Aber gut, wir wollen ja auch ein bisschen was bauen. Noch können wir uns das ja noch überlegen. Noch können wir ja noch ein bisschen was ändern. Nein! War nicht so schlimm. Wenn es gescheites magnetisches Holz ist, dann... Was? Haltet es auch? Dann hält es auch. Ich habe sowieso kein Holz hier. Da muss ich schon wieder Holz craften. Also Blöcke craften. Holz habe ich ja. Dann müssen wir dann eben halt hier unten so ein bisschen was machen, ne, an den Stellen. Also da müssen wir ringsrum noch einen richtig fetten Klotz ziehen. Ich würde sagen, wir gehen direkt an der Basis direkt runter. Würde ich mal sagen. Dass wir direkt straight runter buddeln. Oder zwei tief? Zwei breit, nicht zwei tief. Zwei breit. Ja, jeder machen. Ja, hier muss ich mir noch was einfallen lassen. Ganz gefällt mir das noch nicht. Also wenn wir hier eine Dart-Trap hinbauen. Ach, und kann sein, dass jetzt erstmal, wenn ich ach, so ist das alle, also man sagt. Ja, da bin ich schon mal sehr gespannt. Auch wenn das wahrscheinlich noch ein bisschen dauern wird, bevor die Folge... Na, so lange dürfte das eigentlich gar nicht mehr dauern. Anonymer Schenker. So, erstmal an den anonymen Schenker. Vielen Dank für das Abo an Rinsa. Ich glaube, weiß nicht, ob das hier eingeblendet worden ist. Das müsste... Ich weiß nicht, ob das schon Streamlabs ist oder ob das noch Tippi war. Ich bin da noch am Umstricken mit den Follows und Donations und verschenkten Subs und so weiter. und so weiter, dass man das 4 wieder 5, 4, 7 nur unter Tippi war das ein bisschen bescheiden, ganz ehrlich.
Und deswegen machen wir das irgendwie so. Ich werde wahrscheinlich zu Dings wechseln, zu Stream Elements. Und naja, erstmal vielen Dank für den anonymen Schenker, für das Abo an Rinser. Ne? Rinser, viel Spaß. Und danke, Maffi, für das verschenkte Abo an Mrs. Darling. Dankeschön. Dankeschön. Danke, Monsignore Mafiosi. Oder halt der Dixie. Mr. Dixie Interruptus. So, dann fahren wir doch hier mal weiter. Also ich die Klappe mal vorsichtshalber auf. Soll ich mal rüberspringen oder soll ich hier nicht rüberspringen? Schaffe ich es oder schaffe ich es nicht? Ach, rüberspringen ist gut, ich habe mich fallen lassen. Gut. Ja, so langsam mal ein Gerüst hier, wa? Oder so ein Hubsteiger wäre mal geil, wenn man den craften könnte. Der Serrano düt und dann kannst du hier so ein bisschen in die Gegend fahren. In so einer kleinen Hubbühne, das wäre ganz praktisch. Ein bisschen fair schätzt. So. Und die nächste Reihe. So, das wäre ja dann jetzt schon nicht die erste Blockade, wollte ich sagen, diese Zwischenreihe. So, da brauchen wir nämlich hier hoch. Jetzt müssen wir hier ja auch nochmal zwei hochbauen, ne? Zwei hoch, beziehungsweise drei hoch und einen dritten Block müsste dann andere Ebene kommen. Ich würde mich mal interessieren, wie viele Rotating Blades wir hier reinkriegen. Anonymer Schenker. Da geht noch ein Abo raus an It's Dead Cell. Vielen Dank an den anonymen Schenker. Vielen Dank, Mavi. Vielen lieben Dank, Mavi, für deine Unterstützung. Dankeschön. Und viel Spaß mit den Abos an die Beschenkten. Ein bisschen eintönig, aber ich muss das natürlich erstmal ein bisschen bauen hier. So. Muss ich, glaube ich, eine noch aufsetzen, ne? Ich glaube, eine war das noch. So. Wohl. Komm nicht! Nichts machen, Abo. Wer auch immer das Abo an It's Dead Cell verschenkt hat, vielen Dank dafür und vielen Dank für deine Unterstützung. Egal, wer es gewesen. Wo es wieder unangenehme Fragen gibt. Ja, der geheime Spender. Wer hätte es gedacht?
Du musst die Blöcke setzen, das ist ja schon Arbeit hier. Baldrill mit Wuße. Ob die nur 350 Stück noch reichen? Datenschutz? Nein. So. Aber ich glaube, es ist doch ganz gut, dass wir es halt ausbauen. Und wenn die Basis näher zusammenfällt, dann gibt es ein ordentliches Feuerwerk insofern. Hallo? Ah, wird knapp, glaube ich, mit 300 Blöcken. Macht ihr noch die, das Dach noch mit einziehen? Ah. Oh. Zwei Reihen, glaube ich, noch. Dann müssten wir ebenerdig sein. Einen noch, ne? Brauchst du eine XP-Farm beim Aufwärmen? Eine XP-Farm. Ich mache also mal ein Dach rein. Mach erstmal alles zu. Dann können wir immer noch mal die Frames rausziehen gleich. Das ist mal die erste Ingame-Woche. Ja, ja, ich weiß. Die Frage ist, reicht ein Block für die Haltung? Reicht das? Wenn wir dann hier noch jetzt drei Blöcke rausnehmen. Eins, zwei, drei. Eine Pause. Eins, zwei, drei. Naja, was heißt, müssen wir noch nicht mal Pause dazwischen machen? Müsste man noch nicht mal tun. Müsste man noch nicht mal machen. Könnte man ihn quasi auch Stoß an Stoß setzen, aber... Ich weiß nicht, ich glaube, für die Stabilität ist es, glaube ich, ein bisschen geiler. Ich weiß nicht. 2, 3, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 und wieder ein durchziehen. 2, ja. 1, 2, 3, 1, 2, 3 und einer passt da, glaube ich, noch rein. Einen machen wir noch. 1, 2, 1, 2. 2, 2,
Passt da sogar noch einer rein. Ja, eins. Ne, Moment, ha. Er hat zu wenig. So, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und wir wollten nachher vielleicht noch ein bisschen DBD zocken. So. 1, 2, 3. Das würde genau aufgehen, ne? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Das geht genau auf. Geht genau auf. Geil. Coolissimo. Coolissimo. Ups. So, hier kommen die Zombies, wie gesagt, rein. Werden hier durch die Blades geköpft, sage ich jetzt mal. Und dann hast du links und rechts eben noch hier noch die. Die Electric Fans ist das hier halt auch noch. Das wäre so die Idee dabei. Du bist hungrig. Na, da kann man sich das hier nochmal angucken. Christoph, grüß dich. Nee, also das ist eben halt das kleine Modell dazu, ne? Die Zombies sollen halt hier rüberlaufen. Dann hast du halt hier diese vertikalen Rotating Blades. Dann hast du links und rechts hast du halt die ganz normalen Electric Fans. Das werden also hier elektrifiziert, dann werden sie hier nochmal geköpft. Und hier am Ende stehe ich dann und baller noch ein bisschen rum. Das wäre jetzt erstmal so grundlegend die Idee dabei. Nicht zu weit hochgezielt. Ach, schon wieder einen daneben. Gibt's doch nicht. Machen wir links und rechts davon noch eine Mauer. Ja, müssen wir natürlich gleich wieder gucken. Das wird tatsächlich eine XP-Farm, glaube ich. Da können wir eigentlich offen lassen, oder? Aber eine Seite lasse ich tatsächlich offen. Oder können die da reinspringen? Das macht eigentlich für die keinen Sinn. Ich glaube nicht, dass die das machen. Aber letztes Mal hat den Zombies doch die Rampe kalt. Ja, ja, definitiv, Muffy, definitiv. Das ist ja auch nur der erste Part. Also was ich noch machen werde, ich werde straight hier. Und jetzt muss ich natürlich hier noch die Rampen. Hier sind ja noch, wie man hier sieht, ja noch Rampen drauf. Hier werde ich straight noch mal runter. Entweder zwei Blöcke zu beiden Seiten. Also entweder mache ich zwei Block breit oder ein Block breit. Psst, einmal straight nach unten und vielleicht, ich weiß nicht, ob ich bis Bedrock runtergehe. Ich weiß nicht, aber oder man könnte natürlich dann auch diesen Bereich hier. Also mal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sechs Blöcke tief. Breit, tief. Könnte man natürlich machen.
So dass die Zombies wirklich nur diesen einen Weg verstehen. Uah. Weil sonst haben die haben ja dann keinen anderen Weg mehr. Da die ja nachher sollten die eigentlich sich berufen fühlen, da die Rampe hochzugehen, normalerweise. Kann fast sagen. Hab ich das ja? Ja, stimmt, das habe ich ja beim letzten noch gebaut hier. Muss ich auch nochmal ausbauen. Hä, wo laufe ich denn drauf, bitte? Hä? Achso, ich dachte, ich schwebe gerade. Okay. Hm, ich glaube, Versuch macht klug. Ja, auf jeden Fall. So, jetzt verstehe ich. Ja, okay, Denkfehler. Ja, Denkfehler, alles klar. Ja, schon, hä, wieso, warum ist er nur, warum ist er so ein Stück höher? Das ist ja totaler Blödsinn. Logisch. Nein. Ist ja totaler Blödsinn, das ist ja die andere Seite. So, warum muss das? Aber wenn die Basis natürlich bei der nächsten Horde zusammenbricht, sofern sie dann fertig sein sollte, ist natürlich dann Pech. Huch. So. Na komm. So. Ich muss ja sowieso noch ein bisschen mehr graben, weil das Problem wird ja sein, an dieser Stelle, wo ich jetzt hier gerade bin, da hauen sie mir sonst die Wände kaputt. Also, da muss ich auf jeden Fall auch noch so ein bisschen nachziehen. Und Holz leer. Wieder rein. Schon Material holen. Falscher Weg. Und was essen müssen wir. Ich habe sowas mit Zugbrücke gesendet. Was? Ich habe mal sowas mit Zugbrücke gesendet. Wenn die Zugbrücke oben ist, wird oben ein Block gesetzt. Und wenn die Brücke unten ist, schwebt der Block. Ach so, jetzt verstehe ich, jetzt glaube ich, was du meinst. Ja. Ja, okay. Auch nicht schlecht. Auch nicht doof eigentlich. Ah, warte mal. Ich glaube. Ja, ich weiß, was du meinst. Im Prinzip, was du jetzt meinst, Muffy, wenn ich das richtig verstehe, könnte man das ja auch so machen. Nein, mach mal hier. Haben wir gerade was mit Zombies angewackelt? Nee. So, die ist ja drei breit, ne? Eins, zwei, das müssen eigentlich drei oder vier Blöcke sein. Ich glaube, drei Blöcke ist die breit. Wenn man die jetzt ebenerdig setzt, so setzt, dass quasi jedes der Wände eine eigene Zugbrücke hat, dann könnte man ja im Prinzip hier oben so eine Plattform setzen. Hier unten jeweils da eine Zugbrücke, da eine Zugbrücke, da eine Zugbrücke, da eine Zugbrücke. Und dann würde sich das ja hier umschwebend halten, oder? Wäre natürlich möglich. Eins, zwei, oder wie sind das? Ne, das ist immer ein Block hier. Sind das vier Block breit? Eins, zwei. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Also sogar sechs Block hoch, würde ich fast sagen. Thank you.
Ja, könnte funktionieren. Beziehungsweise man kann sie ja innen weiter innen setzen. Man muss sie nicht so weit außen bauen, sondern nach innen. Und dann machst du halt, klappst du die so auseinander wie ein Karton. Und dann hast du eigentlich oben nur noch die Basis, die dann schwebt. 5, 6 Block hoch. Natürlich auch geil. Könnte man tatsächlich mal probieren. So, was wollte ich jetzt noch? Ich wollte noch Holz mitnehmen. Holz wollte ich mitnehmen. Brauchen wir davon ein paar tausend Stück. Dann brauchen wir noch ein bisschen Beton. Holz würde wahrscheinlich sowieso nicht reichen. Muss halt mal wieder Holzfällen gehen. So, machen wir noch gleich ein paar Holzrahmen formen. 500 Stück, würde ich sagen. Mal wieder 1000 Holz bei Flöten. Muss also auf jeden Fall noch Holz holen. Ah, ich bin schon wieder hungrig. Immer noch. Ja gut, komm. Oh. Weil dieser Zwang. Weil diese Zwänge, die man sich unterwerfen muss. Hungerdurst. Schmerzhafte Verletzungen, irgendwelche komischen Krankheiten. Mann, ey. So, einmal. Füttern wir noch ein Bane-Watt? Sham-Soup. Du bist hungrig, glaube ich nicht. Kommt mir gerade alles rein, was geht. Essen Material, das packen wir da rein, das packen wir da rein. Ups. Da sind wir gekommen. Zack. Copy and paste. Ach. So. Da kommen jetzt nochmal die anderen Frames rauf. Das sieht so ein bisschen merkwürdig aus, ja alles, ne? Das sieht auch immer danach aus, als wenn er sofort gleich zusammenbricht. Davor habe ich dann auch immer Angst, dass sowas zusammenbrechen könnte und wird und könnte, müsste, sollte. Ah ja, gut, aber ich glaube, dann werde ich jetzt erstmal hier eine kleine Aufnahmepause machen. Für YouTube zumindest.